الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Mohammed. Hayakum Allah und herzlich willkommen zur ersten Sitzung des Buches oder des Gedichtes Al-Ha'iyya über die Glaubensdoktrin der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ihr könnt mich hören, ja? Und bevor wir mit der Lesung und der Erläuterung von diesem Gedicht anfangen, gibt es inshallah eine kurze Einleitung. Genauso wie bei den anderen beiden Unterrichten, Al-Hadi und Al-Bayquniyya. Und ihr seht das hier an der Tafel. Die Einleitung wurde in einige Unterpunkte aufgeteilt. Zunächst einmal der Autor von diesem Gedicht oder von diesem Büchlein. Man kann es Gedicht nennen, weil Al-Manzuma im Arabischen bedeutet Gedicht. Oder das könnte man am besten im Deutschen als oder mit Gedicht übersetzen. Der Verfasser von diesem Gedicht, von diesem bekannten Gedicht, welches sich mit der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mit der Aqida von Ahlus Sunnah wal Hadith auseinandersetzt oder diese darlegt, mit der Glaubensdoktrin. Der Autor ist bekannt unter dem Rufnamen Ibn Abi Dawud. Ibn Abi Dawud, der Sohn von Abi Dawud. Sein Name ist Abu Bakr Abdullah. Also eigentlich seine Kunya ist Abu Bakr und sein Name ist Abdullah Ibn Suleiman Ibn al-Ash'ath Al-Azdi al-Sijistani. Also ich wiederhole, Abu Bakr Abdullah Ibn Suleiman Ibn al-Ash'ath. Sein Vater heißt Suleiman und sein Vater ist der große Imam und der große Hafiz, der Verfasser des Sunna-Buches Sunan Abi Dawud. Und die meisten von euch, oder ich denke sogar alle von euch, werden dieses Buch und den Verfasser von Sunan Abi Dawud kennen. Und das ist also sein Sohn. Dieser Abu Bakr ist sein Sohn. Und weil sein Vater so berühmt war, hat man gesagt, der Sohn von Abu Dawud. Und deswegen ist er unter diesem Rufnamen oder unter diesem Beinamen bekannt. Ibn Abi Dawud. Ich wiederhole, Abu Bakr Abdullah Ibn Suleiman, also sein Vater Suleiman, Ibn al-Ash'ath al-Azdi. Azdi ist eine Kabile, also ein Stamm, ein arabischer Stamm aus der arabischen Halbinsel. Aber dann sagen sie hier As-Sijistani. Und Sijistan ist eine Gegend gewesen früher, die im Osten Irans und im Westen von Afghanistan liegt. Und es gibt auch heute eine Provinz im Iran, die heißt Sistan, direkt an der afghanischen Grenze gelegen. Und das war damals eine große Provinz oder eine große Gegend und diese Gegend wurde Sijistan genannt. Und ich habe vor einiger Zeit versucht, genau herauszufinden, woher Abu Dawud al-Sijistan, Abu Dawud al-Sijistani stammt. Aus der iranischen oder aus der afghanischen oder von der iranischen oder von der afghanischen Seite. Und dann bin ich in einem geografischen Buch, einem alten geografischen Buch, auf eine interessante Information gestoßen. Und zwar, früher
war die Gegend im heutigen Südwestafghanistans, also die afghanische Seite, war sie sehr bewohnt von großen Gelehrten. Und es gab eine Gegend, die wird Bust genannt, oder eine Stadt, die wird Bust genannt, BUST geschrieben. Wenn ihr das eingibt, werdet ihr auch vorfinden, was damit gemeint ist. Dieses Bust oder diese Bust, diese Ortschaft, sie wird heute nicht mehr so genannt. Sie wird heute von den Afghanen, von den Pashtunen, wird sie Lashkar Gai genannt. Und diese Ortschaft Lashkar Gai, sie ist die Hauptstadt, eine kleine Stadt, sie ist die Hauptstadt der afghanischen Provinz Helmand. Für die Afghanen oder für diejenigen, die sich vielleicht mit Geografie auskennen, Helmand liegt im Südosten, im Südwesten Afghanistans, westlich von Kandahar. Und dort gab es eine Stadt. Oder die gibt es heute immer noch. Sie heißt heute Lashkargai. Früher hieß sie Bust. Und ein Fluss verlief dort und heute auch durch diese Stadt. Und es wird beschrieben, dass diese Stadt grün war und dass es dort viele Palmen gab. Und einer der bekannten Hadith-Gelehrten stammt zu 100% aus dieser Stadt. Und zwar Ibn Hibban al-Busti. Ibn Hibban, er ist einer der Hadith-Verfasser. Er kam nach Al-Bukhari und Muslim und Tirmidhi und so weiter. Und er war der Lehrer von Al-Hakim. Er war der Lehrer von Al-Hakim. Ihr hört mich, ja? Und dieser Ibn Hibban al-Busti, er stammte auf jeden Fall aus Bust. Und deswegen deutet vieles darauf hin, dass auch Abu Dawud as-Sijistani aus dieser Gegend stammte. Aus dieser Gegend, also von der wir sprechen. Im heutigen Südwesten Afghanistans, und Allah weiß es am besten. Also nochmal, ich wiederhole, wir gehen einen Schritt zurück. Al-Azdi, ein arabischer Name, ein arabischer Stamm, und dann auf einmal Sijistan im heutigen Afghanistan. Wie kann man das verstehen? Ganz leicht. Die Araber früher, nachdem sich der Islam verbreitet hat, sie haben sich an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Ländern niedergelassen. Und hier die Familie von dem Verfasser, von dem Autor. Sie stammten aus der arabischen Halbinsel, sind aber dann ausgewandert und haben sich dann dort in dieser Gegend niedergelassen. Und deswegen, ursprünglich ist sein Vater Araber. Im Gegensatz zu Al-Bukhari. Bukhari war kein Araber. Und ebenfalls bei Muslim sagt man, er war auch kein Araber. Und das gleiche gilt für Ibn Majah. Und bei At-Tirmidhi ist es so wie bei Abu Dawud. Tirmidhi ist Sulami, also ursprünglich Araber. Na, das soweit zu dem Namen und zu seiner Abstammung. Dieser Ibn Abi Dawud, dieser Abu Bakr Ibn Abi Dawud, er wurde im Jahre 230 nach der Hijra geboren. Merkt euch diese Zahl, 230 nach der Hijra. Und er verstarb im Jahre 316 nach der Hijra. Also, Mashallah, er hat lange gelebt. Und er selber sagte über sich, und man muss sich vorstellen immer, wessen Sohn war er? Er war der Sohn von diesem großen Imam, von diesem großen Hafiz. Er sagt: "Awwalu ma katabtu sanata 41 an Muhammad ibn Aslam at-Tusi." Er sagte, das erste Mal, als ich angefangen habe, nach Wissen zu streben und Hadithe aufgeschrieben habe, dies war im Jahr 241 nach der Hijra. Wie alt war er? Wenn wir sagen, er ist 230 geboren und im Jahre 241 hat er bereits nach Wissen gestrebt. Genau, er war 11 Jahre alt, also sehr, sehr jung. Und er sagte, ich schrieb, natürlich mit seinem Vater, er sagt, mein Vater hat mich mitgenommen und ich schrieb das erste Mal die Hadithe von einem Gelehrten namens Muhammad ibn Aslam at-Tusi. Und sein Vater freute sich dann. Er sagte, das erste Mal, als du geschrieben hast, hast du von einem rechtschaffenen Mann geschrieben. Und er sagte auch, ich nahm
an der Janaza, an dem Totengebet von Ishaq ibn Rahoya teil. Und dieser Ishaq ibn Rahoya war der Freund und der Gefährte von Imam Ahmed ibn Hanbal, und er war auf seiner Stufe. Er war auf seiner Stufe. Und auf Ahmed ibn Hanbal werden wir nochmal zurückkehren. Wir gehen Schritt für Schritt. Also im Jahre 238 verstarb Ishaq ibn Rahoya, dieser große Imam, der auf der Stufe von Imam Ahmed war. Und er sagt, ich habe an seiner Janaza, also an seinem Totengebet teilgenommen. Wie alt war er im Jahre 238? Wie alt war er, als er an seinem Totengebet teilgenommen hat? Er war 8 Jahre alt. Genau, er war 8. Und dann sagt er, und ich war zusammen mit seinem Sohn, also mit dessen Sohn von Ishaq ibn Rahoya. Er sagt, wir waren zusammen in Al-Kuttab. Das ist ein interessantes Wort, Kuttab. Kuttab ist vergleichbar mit den heutigen Schulen. Es gab damals ja keine Schulen wie heute, sondern es gab neben den Moscheen gab es Räume, die wurden Kuttab genannt. Man hat damals sein Kind in diese Kuttab geschickt, damit sie dort schreiben lernen, damit sie dort schreiben und lesen lernen. Und er sagt, ich war mit dem Sohn von Ishaq ibn Rahoya im gleichen Kuttab oder in der gleichen Kuttab. Und dann sagt er weiter, er sagt, ich war klein und mein Vater pflegte mich überall mitzunehmen. Und damals, die Leute haben nach Wissen gestrebt, sie wollten von den Leuten hören. Es war nicht wie heute, dass es Bücher gab. Heute, wenn du etwas lernen oder lesen willst, was machst du? Du kaufst dir ein Buch, du machst Internet auf und du liest und schreibst. Früher mussten sie sich auf die Reise begeben. Und hier, wir reden von Leuten aus Sidschistan, aus der iranisch-afghanischen, heutigen iranisch-afghanischen Grenze. Also er sagt, mit 11 ging ich nach, ging ich raus nach Tus, und dann sagt er weiter. Und mit meinem Vater bereiste ich folgende Gegenden: Khorasan. Khorasan ist die Großgegend im heutigen Nordost-Iran, heutiges Tadschikistan. Das alles wurde früher Khorasan genannt. Khorasan, erstens. Asbahan. Asbahan ist eine Stadt im heutigen Südiran, damals auch ein Zentrum des Wissens. Drittens Neysabur. Neysabur, eine Stadt im heutigen Nordost-Iran. Al-Basra, eine Stadt im heutigen Südirak. Bagdad, Bagdad. Al-Kufa, eine Stadt im heutigen Südirak. Mekka, Al-Medina, Al-Sham, also Scham, heutiges Syrien, Jordanien, Palästina. Misr, Ägypten. Al-Jazira. Was ist mit Al-Jazira gemeint? Al-Jazira, nicht Jazair, sondern Jazira. Wer das weiß, ist mashallah sehr gut in Geografie. Okay, nein, alles falsch. Al-Jazira, mit Al-Jazira, wenn das erwähnt wird, ist gemeint die Wüste oder die Gegend westlich von Al-Mosul. Also die heutige syrisch-irakische Grenze. Wir haben auf der einen Seite Al-Mosul und auf der anderen Seite Ar-Raqqa. Ar-Raqqa kennt ihr im heutigen Syrien. Diese Gegend dazwischen, das ist eine Wüstengegend. Al-Jazira ist das damit gemeint. Also die Gegend, wenn ihr euch die Karte anschaut, zwischen Syrien, Irak und der heutigen Türkei. Diese Gegend wurde Al-Jazira genannt. Und das ist nicht die arabische Halbinsel. Die arabische Halbinsel ist Al-Jazira Al-Arabiya. Na, deswegen in Zukunft, wenn ihr hört Al-Jazira, dann müsst ihr wissen, was damit gemeint ist. Und Al-Thurur. Und dann sagte er, und mein Vater reiste weiterhin mit mir in Al-Thurur. Thurur, damit ist gemeint, früher gab es, und das war eine schöne Sache, es gab muslimische Länder und es gab die Länder der Nichtmuslime. Und dazwischen gab es Grenzen, wo Ribat gemacht wurde, wo Wache gehalten wurde. Und er sagt, mein Vater ging mit mir auch in die Grenzgebiete, wo Wache gehalten wurde. Und sein Vater Abu Dawud sagt sogar, ich habe mein Sunna-Buch als Mujahid, wo ich in Furur war, wo ich an der Grenze Wache gehalten habe. Dort habe ich mein Buch geschrieben, das Sunna-Buch.
Na, also ihr seht, sein Vater ist mit ihm in alle bekannten, damals bekannten muslimischen Städte gereist. Und das ist eine Besonderheit und das ist etwas Wichtiges, was heute leider von fast allen Leuten, die sich dem Wissen zuschreiben, vernachlässigt wird. Er selber strebt nach Wissen, er selber macht sich vielleicht auf die Reise, um sich Wissen anzueignen. Er selber macht vielleicht abends seinen Laptop an und hört Vorträge. Und er hat einen 6-, 7-, 8-, 9-jährigen Sohn oder Tochter. Und er lässt diese nicht oder er veranlasst nicht, dass diese an den Unterrichten teilnehmen. Wieso nicht? Ja, sie sind noch klein. Wie alt sind sie denn? Ja, sie sind 6, 7, 8. Sie gehen doch in die Schule. Ja, sie gehen in die Schule. Sie gehen doch draußen spielen. Ja, sie gehen draußen spielen. Sie verstehen, sie können reden. Warum sind sie hier nicht zu klein? Dafür nicht zu klein. Und warum sind sie aber, wenn es dann um islamisches Wissen geht, auf einmal zu klein? Und es gibt manch einen, der nimmt seinen kleinen Sohn, seitdem dieser 5 ist, mit zu den Wissenssitzungen. Und sein Sohn hat, was das Hören der Bücher geht, der Hadith-Bücher geht, hat er die gleiche Stufe wie sein Vater. Sein Vater hat Bukhari gehört, der Sohn hat Bukhari gehört, der Vater hat Muslim und Abu Dawud gehört, der Sohn hat diese auch gehört. Sein Vater nimmt an Unterrichten teil, der Sohn nimmt auch an Unterrichten teil. Und das ist eine Sache. Und dann fragen sich die Leute auf einmal, dann später, wenn die Kinder etwas größer werden, ja, mein Sohn, er möchte nicht. Ja, weil du ihn nicht von klein auf damit erzogen hast, dass dies ein Teil von ihm wird, dass er damit aufwächst. Und schaut, dieser Abu Dawud, was er mit seinem Sohn Abu Bakr gemacht hat. Er hat ihn überall mitgenommen. Er hat ihn überall mitgenommen. Und dieser Abu Dawud, dieser Affan Ibn Abi Dawud, sagte: Ich hörte einst in Kufa, als ich nach Kufa reiste, er war noch jung, hörte ich 30.000 Hadithe in einem Monat. Also pro Tag hat er 1.000 Hadithe gehört. Wie viel muss er gesessen haben? Er muss dafür mindestens 10 bis 12 Stunden gesessen haben, um 1.000 Hadithe pro Tag zu hören. Und er sagt, in einem Monat habe ich 30.000 Hadithe gehört. Und als er dann etwas größer wurde, wollten die Leute im heutigen Asbahan, also eine Stadt im heutigen Südiran, haben sie gesagt, komm und berichte uns, komm und lehre uns. Und er ging dann zu ihnen und er berichtete ihnen von seinem oder aus seinem Gedächtnis, auswendig, ohne in sein Buch zu schauen, berichtete er ihnen oder trug er ihnen 36.000 Hadithe vor. 36.000 Hadithe. Er sagt dann selber, er sagt, als ich fertig war, kamen sie zu mir und haben sich beschwert. Sie haben gesagt, du hast bei diesen 36.000 Hadithen, hast du bei 7 Hadithen einen Fehler gemacht. 7 Hadithe hast du einen Fehler gemacht. Und er sagte, Khair inshallah, Allahu musta'an, ich habe bei 7 Hadithen, ihr sagt, dass ich bei 7 Hadithen einen Fehler gemacht habe. Er sagt, dann bin ich rausgegangen und habe ich diese 7 Hadithe genommen und habe sie überprüft und habe festgestellt, dass von diesen 7, 5 richtig waren. Ich keinen Fehler gemacht habe, sie nicht falsch berichtet habe. Also wie viele Fehler hat er dann eigentlich gemacht von diesen 36.000? 2. Genau, 2. Wenn manch einer von uns eine Stunde sitzt und vielleicht 15 Hadithe vorträgt, er wird vielleicht 5 Fehler machen. Und er hat 2 Fehler gemacht. Rahimahullah. Kommen wir zu seinen Lehrern, seine Schuyuch, abgesehen von seinem Vater und von Imam Ahmed, war einer seiner Lehrer Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj. Könnt ihr euch noch an diesen Kawsaj erinnern? In einem der letzten Unterrichte hatte ich kurz über ihn gesprochen und gesagt, dieser Kawsaj ist ein wichtiger Mann. Dieser Kawsaj ist der Schüler von Ahmad und der Schüler von Ash-Shafi'i und der Schüler von Ishaq ibn Rahoya. Und er hat das Wissen dieser eben erwähnten Gelehrten teilweise mit verteilt. Und er war sogar der Schüler von Abdurrazzaq al-San'ani. Er ging sogar in den Jemen. Und dieser Al-Kawsaj auf jeden Fall, er war auch einer der Lehrer von
Ibn Abi Dawud, und zu seinen Lehrern gehörte ebenfalls Al-Zuhli und Muhammad ibn Bashar. Dieser Muhammad ibn Bashar ist sowohl der Lehrer von Ibn Abi Dawud als auch der Lehrer von seinem Vater. Also guckt, subhanallah, weil er schon so früh angefangen hat, hat er die gleichen Lehrer gehabt, er war auf der gleichen Stufe wie sein Vater. Und dann noch viele andere. Und zu seinen Schülern gehörten folgende, den ersten merken wir uns, auf den werden wir nochmal zurückkommen, ein gewisser Abu Hafs Umar ibn Shahin. Ibn Shahin und Ad-Darqutni. Ad-Darqutni, der große Muhaddith aus dem 4. Jahrhundert, er gehörte zu seinen Schülern. Und Abu Abdillah ibn Battah, ein großer hanbalitischer Spezialist im Bereich der Aqidah, der ein großartiges Buch namens Al-Ibana geschrieben hat. Kommen wir zu seiner Aqidah und zu seiner Madhhab, zu seiner Rechtsschule. Er war ein Imam im Bereich der Aqidah, ein Imam, also ein Großgelehrter im Bereich der Glaubensdoktrin, und deswegen hat er unter anderem auch dieses Gedicht verfasst. Und er war, was die Madhhab angeht, die Rechtsschule angeht, so war er Hanbali, weil er war Schüler. Sein Vater war direkter Schüler von Imam Ahmed, und er selber hat auch Imam Ahmed gesehen, weil Imam Ahmed verstarb im Jahre 241 nach der Hijra, wo er 11 Jahre alt war. Er hat Imam Ahmed auch gesehen, und deswegen war er Hanbali in der Madhhab oder Hanbali in der Madhhab oder Anhänger der hanbalitischen Madhhab. Und viele Gelehrte haben ihn gelobt, und dazu gehörte unter anderem Ibn al-Qayyim. So sagte Ibn al-Qayyim in einem Gedicht: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. Er lobte ihn und er sagte, und genauso der Imam, der Sohn des Imams, weil er ist ein Imam, und sein Vater, Abu Dawud, war natürlich auch ein großer Imam. Und wer ihn ebenfalls lobte und über ihn etwas schrieb, war Ibn Abi Ya'la in Tabaqat al-Hanabila. Und Al-Zahabi hat ihn auch erwähnt und hat auch sein Gedicht gelobt. Und er wurde eine Sache bezichtigt, was nicht stimmt. Er wurde des Nasb bezichtigt. Was bedeutet Nasb? Wir merken uns zwei Wörter. Auf der einen Seite Ar-Rafad und auf der anderen Seite An-Nasb. Rafad bedeutet, oder derjenige, der Rafad macht, das sind die Rafida, die Schia, die heutigen Schia. Sie beleidigen Abu Bakr und Umar und die meisten Sahaba, und deswegen wurden sie Rafida genannt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Nasiba, die Nasb machen, das sind diejenigen, die Ali beleidigen. Und Ibn Abi Dawud, er wurde des Nasb bezichtigt, aber das ist falsch. Und was darauf hindeutet, dass dies eine Lüge ist, ist hier dieses Gedicht. Denn in dem Gedicht sagte er: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح oder منجح. Und er sagte hier, und der vierte von den rechtgeleiteten Khulafa ist Ali. Und wie kann es sein, wenn er Ali hier in seinem bekanntesten Werk lobt, dass er ein Nasibi war und Ali beleidigt hat? Und wie bereits erwähnt, gehört er entweder zu den direkten Schülern von Imam Ahmed oder zu den Schülern Imam Ahmeds in zweiter Generation. Und es wird sogar gesagt, dass er ein Buch verfassen wollte, und ein Sunna-Buch, wo er noch jung war, und dass Imam Ahmed sich das sogar angeschaut hat. Wallahu a'lam. Er selber, dieser Ibn Abi Dawud, der diesen großartigen Vater hatte, was hat er gemacht? Er hat die Vorgehensweise seines Vaters übernommen. Als er dann älter wurde, pflegte er zu unterrichten. Am Anfang saß er auf dem Boden. Ihr hört mich, ja? Am Anfang saß er auf dem Boden. Und dann, als er etwas älter wurde, pflegte er sich auf dem Mimbar, auf dem Podest, oben auf dem Podest hinzusetzen. Und im Normalfall besteht die Mimbar oder das Podest aus drei Stufen. Die erste Stufe, die zweite Stufe und die dritte Stufe. Und er hat sich ganz oben auf der dritten Stufe hingesetzt,
Unter ihm, eine Stufe unter ihm, saß sein Sohn Abu Ma'mar. Und sein Sohn Abu Ma'mar hatte ein Buch in der Hand. Und er hat immer gelesen. Warum? Weil sein Vater, Ibn Abi Dawud, er hat immer aus dem Kopf, weil er so ein starkes Gedächtnis hatte, hat er aus dem Kopf heraus geredet und berichtet und überliefert. Nicht so wie wir heute, dass wir von unseren Büchern abhängig sind. Und wenn wir unsere Bücher nicht mehr haben, dann sind wir Laien. Wir haben dann kein Wissen mehr. Wir können nichts mehr, über nichts mehr sprechen. Allahumma musta'an. Damals die Leute, ihr Wissen war in ihren Köpfen drin. Sie brauchten keine Bücher, viele von ihnen. Und deswegen, wie schon vorhin erwähnt, er hat in einer Sitzung oder in einigen Sitzungen, wo er nach Isfahan ging und dort einige Zeit blieb, hat er 36.000 Hadithe aus seinem Kopf heraus, aus seinem Gedächtnis überliefert. Und dann, sein Sohn saß unten mit einem Buch, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, falls mein Vater einen Fehler macht oder falls mein Vater etwas braucht, dann korrigiere ich ihn. Und er pflegte immer am Anfang den Hadith kurz, den Beginn zu lesen, und dann hat der Vater weitergemacht. Und sie kamen dann eines Tages zu Ibn Abi Dawud und sie sagten, dass er ihnen berichten soll. Sie sagten: Kannst du uns berichten? Wir wollen Hadithe von dir hören. Und er sagte dann, spaßeshalber: Ich habe kein Buch dabei. Ich kann euch nicht berichten. Tut mir leid, geht nicht, weil ich habe kein Buch dabei. Und dann haben die Leute gelacht. Und sie sagten: Ibn Abi Dawud wa Kitab, Ibn Abu Dawud und ein Buch, wo gibt es so etwas? Wir haben dich noch nie mit einem Buch gesehen. Und dann hat er sich hingesetzt und hat ihnen 30.000 Hadithe berichtet oder vorgetragen. Naam, das soweit zu dem Autor. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar das Gedicht Al-Ha'ir. Vielleicht zunächst einmal einige allgemeine Infos. Warum wird es Al-Ha'ir genannt? Weil, was soll das, dieser Name? Der Grund hierfür ist, und das werdet ihr inshallah sehen, dass jeder Vers mit dem Buchstaben H endet. Jeder Vers endet mit dem Buchstaben H. Und das hat er mit Absicht so gemacht, damit sich das dann reimt. So sagte er zum Beispiel: Temassak bihablillahi wattabi'il huda, wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Das ist der erste Vers. Und dann sagte er im zweiten Vers: Tarbahu. Im dritten Vers: Wa'afsahu. Und im vierten Vers: Wa'asjahu. Und deswegen wurde es Al-Ha'iyya genannt. Die Ha. Oder das Ha-Gedicht. Weil es immer mit diesem Buchstaben endet. Wie viele Beit hat dieses Gedicht? Und ich hatte auch im letzten Unterricht bei Al-Bayqunya erwähnt, im Arabischen wird der Vers der Gedichte oder die Gedichtsverse, sie werden Beit genannt. Beit ist die Einzahl und Abiyat ist die Mehrzahl. Wie viele Abiyat hat dieses Gedicht? Es gibt hier drei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht besagt, es hat 33 Abiyat. Und das ist die bekannteste Ansicht. Und das ist das, was überliefert wurde von den meisten späteren, die das weitergegeben haben. Die zweite Ansicht ist, dass es 36 Abiyat hat. Und es wird gesagt, die drei zusätzlichen Abiyat, die hinzugefügt wurden, diese wurden von seinem Schüler Ibn Shahin, dieser Ibn Shahin, den ich vorhin genannt hatte, die wurden von ihm hinzugefügt. Und die dritte Ansicht besagt, es sind 40 Verse. Aber man weiß nicht genau, wer die weiteren oder die zusätzlichen vier Verse hinzugefügt hat. Was wir hier machen werden, bi'iznillah, wir werden uns nicht nur auf die 33 Verse beschränken, sondern wir werden die 40, inshallah, lesen,
höchstwahrscheinlich, inshallah, die 40 lesen und erläutern und sagen dann hierbei die ersten 33 Verse. Da wissen wir, das ist auf jeden Fall von Ibn Abi Dawud. Die weiteren drei sind von seinem Schüler Ibn Shahin und die sind auch nach dem gleichen Muster und sind auch sehr nützlich. Und die letzten vier bis zu 40 wurden von jemand anderem hinzugefügt, aber auch diese sind sehr wichtig und verdienen es, dass man diese dann auch mit hinzufügt. Na, die Namen des Gedichtes, es wurde Al-Ha'iyya genannt, nur Al-Ha'iyya, ohne irgendeinen Zusatz, Al-Ha'iyya. Und es wurde Al-Qasidatu Al-Ha'iyya genannt und es wurde Al-Manzumatu Al-Ha'iyya genannt. Und der letzte Name, Al-Manzumatu Al-Ha'iyya, also das Ha'iyya-Gedicht oder das Gedicht des Ha'iyya, dieser Name ist am treffendsten. Und deswegen habe ich das auch hier, ihr seht das in der ersten oder auf der ersten Seite, Al-Manzumatu Al-Ha'iyya, das Gedicht Al-Ha'iyya. Drittens, oder dritter Unterpunkt bei zweitens, 2.3, die Zuschreibung des Gedichtes dem Autor. Und es gibt hier keinen Zweifel, dass dieses Gedicht dem Autor zugeschrieben werden wird, weil viele spätere Gelehrte dies dann auch mit Überlieferungskette bestätigt haben. Und die bisherigen Erläuterungen von diesem Gedicht, dieses Gedicht wurde mehrfach erläutert, unter anderem von früheren Gelehrten wie Al-Imam Al-Ajurri und von Ibn Banna Al-Hanbali und auch von vielen späteren wie in der heutigen Zeit. Und die Stellung und der Rang des Gedichtes bei den Gelehrten, Imam Ibn Al-Qayyim, das hatte ich schon vorhin erwähnt, er hat in seiner Nuniyya, er hat auch ein Gedicht, Ibn Al-Qayyim hat ein Gedicht, wo es um die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a geht. Wisst ihr, wie viele Abiyat das Gedicht von Ibn Qayyim hat, welches er geschrieben hat? Das, was wir hier haben, sind 33 bzw. 40 Abiyat. Von Ibn Qayyim, das sind 5000 und oder auf jeden Fall weit über 5000 Bait, wo es nur um die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a geht. Und es heißt An-Nuniyya. Dieses Gedicht von Ibn Qayyim heißt An-Nuniyya. Warum An-Nuniyya? Was denkt ihr? Das Gedicht hier von Ibn Abi Dawud heißt Al-Ha'iyya und das von Ibn Qayyim heißt An-Nuniyya. Nun, was denkt ihr, warum? Genau, weil die Verse alle mit Nun enden. Und das muss man sich vor Augen halten. Du schreibst ein Gedicht, nicht 50 Verse, nicht 100 Verse, du kommst mit 5000 Versen. Und es geht hier nur um eine Thematik, nur um die Aqidah. Und jeder Vers endet mit Nun. Allahu Akbar. Und er sagte in seiner Nunia, hör zu, weil wir gerade hier über die Nunia reden. Was sagte er? Er sagte: وَكَذَا الْإِمَامُ بْنُ الْإِمَامِ الْمُرْتَضَى حَقًّا أَبِي دَاوُودَ ذِلْ عِرْفَانِي تَصْنِيفُهُ نَظْمًا وَنَثْرًا وَاضِحُ فِي السُنَّةِ الْمُثْلَى هُمَا نَجْمَانِي. Also beides, ihr habt jetzt zwei Verse davon gehört, beides endet mit, oder beides endet mit Nun. Na, und der Grund, das ist der letzte Punkt, und dann fangen wir inshallah an. Der Grund für die Verfassung des Gedichts. Warum hat er dieses Gedicht verfasst? Um die Glaubensdoktrin von Ahlus Sunnah wal Jama'a wiederzugeben und die Leute der Neuerung zu widerlegen und auf ihre Fehler hinzuweisen. Na, das soweit zu der Einleitung. Und inshallah beginnen wir mit dem ersten Vers. Und ich sage, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Diese Besmele wurde von ihm nicht erwähnt. Und alles, was ihr in Klammern seht, so ist das eine Hinzufügung. Er hat das nicht erwähnt, Al-Besmele. Und weil er das nicht erwähnt hat und dies auch nicht ein Teil von
dem Gedicht ist, werde ich auch nicht auf die Besmele eingehen. Inshallah beim nächsten Unterricht von Al-Bayquniyya, das ist dann der zweite Unterricht, werde ich bi'iznillah sehr ausführlich auf die Besmele eingehen. Auf die Besmele eingehen und warum die meisten oder viele Gelehrte und Verfasser immer mit Bismillahirrahmanirrahim anfangen und einige Hadithe über die Besmele. Hier fangen wir inshallah direkt an mit dem ersten Beit. Er sagte, Rahimahullah, Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Halte an Allahs Seil fest und folge der Rechtleitung. Und sei ja kein Neuerer, sodass es dir vielleicht wohl ergeht. Sodass es dir vielleicht wohl ergeht oder sodass du vielleicht Erfolg erlangst. Inshallah, wir gehen jetzt hier diesen ersten Beit durch und fangen an mit Tamassak bihablillah. Halte an Allahs Seil fest. Und mit Hablullah, mit dem Seil Allahs, sind der Koran und die Sunna gemeint. Allah sagte im Koran, in Surat Ali Imran, das ist die dritte Sura, Vers 103, sagte er, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte in einem längeren Hadith, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. So befolgt meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Haltet an ihr fest und beißt mit euren Backenzähnen daran fest. Dieser Hadith wurde unter anderem von Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert. Und At-Tirmidhi sagte, Hada hadithun hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Somit diesen ersten Vers oder diese ersten Worte in dem Vers, was er erwähnt hat, darauf deutet der Koran und die Sunna hin. Und dies hat er aus dem Koran und aus der Sunna entnommen. Und der Koran, dazu werden wir später noch kommen, in den kommenden Unterrichten, ist das Wort Allahs und ist die Offenbarung und die Eingebung Allahs. Und die Sunna ist ebenfalls eine Offenbarung und ist ebenfalls eine Eingebung, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten eingegeben hat. Weil im Koran heißt es, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Er spricht nicht aus seinen Neigungen heraus, vielmehr ist es Offenbarung oder Eingebung, die ihm eingegeben wurde. Und was das Festhalten an Allahs Seil betrifft oder angeht, so zählt das zu den Dingen, die Allah liebt und mit denen Allah zufrieden ist. In einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha
lakum thalatha an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dieser Hadith wurde von Muslim überliefert. So sagte der Prophet a.s.w. Wahrlich, Allah ist für euch mit drei Sachen zufrieden. Was sind diese drei Sachen? Erstens, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, dass ihr ihm dient und ihm nichts beigesellt. Zweitens, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, und dass ihr an Allahs Seil festhaltet und nicht auseinandergeht. Und drittens, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, und dass ihr demjenigen, der euch als Herrscher und als Befehlshaber vorgestellt wurde oder er ist über euch, dass ihr ihm guten Ratschlag gibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es geht hier also darum, an Allahs Seil festzuhalten und sich nicht zu spalten. Weil was das Spalten angeht, das ist eine Sache, die bei den Leuten der Schrift stattgefunden hat. Und deswegen sagte Allah, nachdem er den Vers, den ich gelesen hatte, und haltet fest am Seil Allahs, zwei Verse weiter sagte er, in der gleichen Sura, zwei Verse weiter sagte er, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte immer nachts, wenn er das freiwillige Nachtgebet, Qiyamul Layl, verrichtet hat, und das ist eine Sunna, die in Vergessenheit geraten ist, pflegte er immer in Dua al-Istiftah, wenn er Allahu Akbar gesagt hat, sagen die meisten von uns Subhanakallahumma bihamdik, diese Dua, er pflegte nachts immer folgende Dua zu sagen: Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil, fatira as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Er pflegte dieses Bittgebet zu sprechen: O Allah, leite mich darin recht, wo es zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Und dieses Bittgebet hat ihr gesprochen, dass Allah ihn also recht leitet. Der Prophet, a.s., der Siegel der Propheten, bittet Allah, dass er ihn recht leitet bei dem, wo sich die Menschen uneinig sind. Und gerade heute, in der heutigen Zeit, es gibt so viele Uneinigkeiten und so viele Leute sind sich oft unsicher. Achi, was soll ich machen? Soll ich das machen oder das machen? Ist diese Ansicht richtig oder ist die andere Ansicht richtig? Wallahi, wenn man nicht Allah bittet und anfleht, dass er einen recht leitet, und die Fittern sind so zahlreich, die Wirren sind so zahlreich, man hat keine Chance. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer, immer Allah bittet und ihn anfleht, dass er einen recht leitet. Und das macht der Muslim in jedem Gebet. So sagt er immer: Ihdina siratal mustaqim, leite uns den geraden Weg. Und das ist eine Sache, die darf nicht nur mit der Zunge ausgesprochen werden, sondern man muss das auch mit dem Herzen verinnerlichen und mit dem Herzen aus dem Inneren immer sagen: O Allah, leite mich den geraden Weg. So viele Sachen, wallahi, so oft fragen manchmal Brüder: Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter. Subhanallah, es gibt natürlich Gründe dafür, warum jemand in so eine Situation kommt, dass er sich mit allem beschäftigt oder mit jeder Sache. Er will immer von jedem hören und sich mit allem auseinandersetzen. Und das ist falsch.
Das ist falsch. Geh den Fittern aus dem Weg. Wenn du die Wahrheit erkannt hast, halte daran fest und höre nicht von anderen. Und bitte Allah immer darum, dass er dich den richtigen Weg leitet. Du siehst Leute, heute Muslim und praktizierend, morgen auf einmal, er glaubt nicht mehr an Allah. Heute Muslim und er setzt sich ein für den Koran und die Sunna, morgen auf einmal ist er mit den Feinden Allahs. Möge Allah Ta'ala uns recht leiten und uns Standhaftigkeit auf der Rechtleitung schenken. Und hier in diesem ersten Vers, oder am Anfang von diesem ersten Vers, heißt es: Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, und folge der Rechtleitung. Wattabi'il huda. Und was die Huda gemeint ist, man könnte sagen Huda oder Hidayah, die Rechtleitung. So gibt es zwei Arten von Rechtleitung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und hier gibt es bei diesem Punkt manchmal Scheinargumente, die den einen oder anderen durcheinander bringen könnten. Es gibt also zwei Arten von Rechtleitung. Zum einen Hidayatu al-Irshad. Hidayatu al-Irshad. Die Rechtleitung, dass man den Weg zeigt, dass man die Wahrheit darlegt, sagt, das ist die Wahrheit, das ist der richtige Weg. Und deswegen sagte zum Beispiel Allah im Koran: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Was aber die Thamud angeht, so wollten wir sie recht leiten. Also wir wollten ihnen den rechten Weg zeigen. Sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Und das bedeutet, der Prophet wollte dem Volk von Thamud, er wollte ihnen den rechten Weg zeigen. Das ist der rechte Weg, das ist die Rechtleitung. Aber sie haben dies nicht hören wollen und sie bevorzugten die Blindheit vor der Rechtleitung. Das ist also die erste Form von Hidayah, von Rechtleitung. Und diese ist für jeden. Der Wissende kommt, der Prophet kommt und er zeigt jedem diesen Weg. Und die zweite Form von Hidayah ist Hidayatu at-Tawfiq, die Rechtleitung des Erfolges, dass jemand rechtgeleitet wird und hierfür auch ihm der Erfolg verliehen wird. Und diese zweite Art, sie ist speziell nur für die Gläubigen. Nur der Gläubige wird hierbei recht geleitet. Und diese Art von Rechtleitung, sie ist nur in der Hand von Allah. Nur Allah ist dazu imstande, dass er jemanden recht leitet und ihm den Erfolg schenkt. Ich gebe ein Beispiel. Man kommt zu einer Person und man zeigt ihm den rechten Weg. Man sagt, schau, das ist der Weg, der richtige Weg, der dich in die Stadt führt. Du bist dazu in der Lage, du weißt, das ist der richtige Weg, du kennst den Weg, du sagst, das ist der richtige Weg. Ob er aber jetzt diesen Weg beschreitet oder nicht, das liegt nicht in deiner Hand. Vielleicht geht er einen anderen Weg. Und dann gibt es die andere Art von Rechtleitung, das ist der richtige Weg und Allah subhanahu wa ta'ala, er verleiht einem den Erfolg, dass man oder dass er diesen richtigen Weg auch folgt. Und so ist es bei der Rechtleitung. Du kannst nicht jemanden zum Islam und zur Wahrheit rechtleiten. Weder du noch ein anderer wissender Mann, noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch er kann das nicht. Und deswegen, als sein Onkel Abu Talib im Sterben lag, der Prophet, er wollte unbedingt, dass er den Islam annimmt und unbedingt, dass er La ilaha illallah sagt. Aber er weigerte sich. Er weigerte sich. Und der Prophet war dann, er konnte nicht. Und dann hat Allah folgenden Vers herabgesandt. In Surat Al-Qasas. Und wir merken uns diesen Vers, auf den kommen wir später nochmal zurück. Allah Ta'ala sagte: Innaka, O Muhammad, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Gewiss, O Muhammad, du kannst nicht recht leiten, wen du gerne
recht geleitet sehen möchtest. Allah aber leitet recht, wen er will. Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Das ist Surat Al-Qasas, Nummer 28, Vers 56. Wir merken uns diesen Vers. Also es gibt diese zwei Arten von Rechtleitung. Die erste Art, wer ist für die erste Art oder wer ist imstande für die erste Art, dass er den Leuten den richtigen Weg zeigt? Die Propheten und die Gesandten und die wissenden Leute. Jemand hat Wissen, er kommt und er zeigt den Leuten, schau, das ist die richtige Art und Weise, wie man betet, wie man Allah anbetet, wie man Allah dient. Das ist die Wahrheit. Aber er kann nicht, weder er noch die Propheten können, weder die Propheten noch er können die Leute auch dazu bringen, dass sie das machen. Und die zweite Art, At-Tawfiq, der Erfolg, das geht nur von Allah. Und Allah ist Al-Hadi, er ist derjenige, der recht leitet. Gut, es gibt jetzt einen anderen Vers. Es gibt einen anderen Vers im Koran, in Surat Ashura, Surat Shura, das ist die Sura Nummer 42, Vers 52. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Und wahrlich, du, O Muhammad, leitest ja wahrlich, oder und du, O Muhammad, leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Eben in dem anderen Vers in Surat Al-Qasas heißt es, du kannst nicht recht leiten, wen du gern möchtest. Und hier heißt es, wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Jetzt würden manche kommen und sagen, schaut, es gibt hier Ta'arud, es gibt hier Widersprüchlichkeit. Und sie kommen dann mit dieser Schubhe. Und wir sagen, nein, es gibt hier keinen Ta'arud, es gibt hier keine, also Widersprüchlichkeit. Mit dem ersten Vers in Surat Al-Qasas ist gemeint, die Rechtleitung und den Erfolg, dass man jemanden auch dazu bringt und dazu bringen kann, dass dass ihm Erfolg verliehen wird. Das kann der Prophet nicht. Innaka la tahdi man ahbabt. Du kannst nicht rechtleiten, wenn du möchtest. Und der zweite Vers, innaka la tahdi ila sirati mustaqim, wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg, das bedeutet, du kannst den Leuten zeigen, das ist die Wahrheit, das ist der gerade Weg. Und von daher sieht man, dass es hier für denjenigen, dem Verständnis gegeben wurde und den Allah recht geleitet hat, so gibt es hierbei keine Widersprüchlichkeiten zwischen oder unter diesen zwei Versen. Gehen wir einen Schritt weiter zum nächsten Teil des Verses. Also wir sind jetzt fertig mit Wattabi' al-Huda und Folge. Und Folge der Rechtleitung. Er sagte weiter, der Muallif, der Autor, وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا, und sei kein Bid'i. Bid'i wurde entnommen aus dem Wort Bid'ah. Das ist derjenige, der eine Bid'ah macht, eine Neuerung. Manche übersetzen Bid'ah im Deutschen mit Erneuerung. Und wallahu a'lam, besser wäre es, wenn man es mit Neuerung übersetzt, weil wenn man sagt, der Erneuerer, das ist derjenige, der etwas erneuert. Al-Mujaddid, das würde man dann mit Al-Mujaddid übersetzen. Er erneuert etwas. Und das ist teilweise etwas Positives. Aber derjenige, der etwas neu einführt, eine Bid'a einführt, das ist der Neuerer. Wa la taku bid'iyan, und sei ja kein Neuerer. Und die Religion ist vollständig. Allah sagte im Koran: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Also die Religion Allahs ist vollkommen. Und nichts fehlt.
Die Religion braucht keine Hinzufügung. Und derjenige, der etwas neu in der Religion einfügt, als ob er sagen will, dass Allah etwas vergessen hat. Und im Koran heißt es, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Und gewiss, dein Herr ist nicht vergesslich. Allah hat nichts vergessen. Alles, was gut ist, so hat er uns darauf hingewiesen. Und alles, was schlecht ist, so hat er uns davor gewarnt. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich der Bid'ah: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Und in einer anderen Überlieferung: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wer in dieser unserer Sache der Religion etwas neu einführt, was nicht von ihr ist, so wird es abgelehnt. Und wer eine Tat ausführt, die nicht von dieser unserer Angelegenheit der Religion ist, so wird sie abgelehnt. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber ich mache zum Beispiel etwas, was ja eigentlich gut ist. Ich möchte mich Allah nähern. Ich sage nach dem Gebet nicht 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Ich sage 50 Mal. Ja, guck mal, du sagst nur 33, ich sage sogar 50. Dann fragen wir ihn, warum? Möchtest du damit Allah näher kommen? Er sagt, ja, ich möchte das machen als ein Gottesdienst. Dann sagen wir, du hast jetzt hier etwas in der Religion eingeführt. Und es wurde zu dem großen Tabi'i Sa'id ibn Musayyib gesagt, jemand kommt und er verrichtet nach der Morgendämmerung, vor dem Fajr-Gebet, vor dem Pflichtgebet, soll man 2 Raka'a Sunnah beten. Und er sagte, jemand kommt und er sagt, nein, ich bete nicht nur 2, ich bete sogar 4 oder ich bete sogar 6. Und Sa'id ibn Musayyib, er sagte, das ist nicht erlaubt, verbietet ihm das. Er sagte, wieso, ich will doch nur beten, ich will doch nur mehr Gebete verrichten. Und dann sagte dieser Mann weiter, denkst du etwa, dass Allah mich deswegen etwa bestrafen wird, dass ich jetzt noch mehr Gebete verrichte? Er sagte, nein, aber er bestraft dich, weil du der Sunna widersprochen hast und eine Bid'ah eingeführt hast. Deswegen wird er dich bestrafen. Und zur Bestrafung der Bid'ah komme ich inshallah gleich. Was die Bid'ah angeht, sprachlich, linguistisch, bedeutet Bid'ah etwas neu einführen, was es so davor nicht gab. Es gab früher keine Autos und du hast da das neu eingeführt. Als Beispiel. Du bist mit einer neuen Sache gekommen. Terminologisch oder fachbegrifflich bedeutet Bid'ah etwas in der Religion oder etwas der Religion hinzufügen, die nicht ein Teil von ihr ist. Man soll nach dem Gebet 33 Mal Subhanallah sagen oder 10 Mal Subhanallah oder 25 Mal Subhanallah, je nach Überlieferung. Und du kommst und du sagst, nein, ich mache 50 Mal. Das ist nicht von der Religion und du hast somit etwas der Religion hinzugefügt und deswegen ist das eine Bid'ah. Und es gibt keine gute Bid'ah. Jede Art von Bid'ah ist etwas Schlechtes. Und Allah, er verabscheut die Bid'ah. Und er verabscheut die Leute der Bid'ah, die Leute, die eine Bid'ah machen, die Neuerer. Und er bestraft dafür, dass jemand eine Bid'ah einführt. Und deswegen zusammengefasst, die Bid'ah ist immer etwas Schlechtes. Es gibt keine gute und keine schlechte Bid'ah. Die Bid'ah ist immer etwas Schlechtes. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem bekannten Hadith: Kullu bid'atin dalala. Jemand kommt und sagt, nein, ach, ich mache eine gute Bid'ah. Wir sagen, der Prophet sagte: Kullu bid'atin dalala. Jede Bid'ah ist Irreleitung. Jede Bid'ah ist ein Irreweg. Und es gibt keine gute Bid'ah. Eine Schubha jetzt, ein Scheinargument. Die Leute sagen, ja, dann darfst du auch nicht zur Schule gehen, dann darfst du auch nicht zur Universität gehen, dann darfst du auch nicht Bücher drucken lassen.
Weil das ist ja eine Bid'a, das ist eine neue Sache. Und du sagst ja, jede Bid'a, sie kommen mit diesem Scheinargument an. Wie antwortet man dem? Wir sagen erstens, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وتعاونوا على البر والتقوى und helft einander zur Güte und zur Gottesfurcht. Und was das Bauen oder Erbauen einer Schule oder einer Universität oder das Drucken von Büchern angeht, so ist das eine gute Sache, zu der die islamische Gesetzgebung, die Scharia, aufruft. Er möchte, dass wir Schulen bauen, dass wir Universitäten bauen, dass wir Bücher drucken, dass wir... Warum? Weil diese Sachen gehen auf den Vers zurück und helft einander zur Güte und Gottesfurcht. Und diese Sachen helfen einem oder verhelfen einem zur Güte und zur Gottesfurcht. Jemand kauft sich ein Auto, damit er nach Mekka fährt und die Hajj verrichtet. Diese Tat, was er gemacht hat, hilft ihm, dass er die Hajj und die Umrah machen kann und hilft ihm also zur Güte und zur Gottesfurcht. Und von daher sind diese Mittel, das sind Hilfsmittel, die dir zu einer guten Sache helfen. Und diese Hilfsmittel sind erlaubt, nicht nur erlaubt, sie sind erwünscht, dass man diese in Anspruch nimmt. Das erstens. Zweitens, manche bestimmten Sachen, die neu eingeführt wurden, wie jetzt zum Beispiel Auto und Flugzeug und Schuhe hin und her, das hat nichts mit der Religion zu tun. Das sind neue Sachen, die eingeführt wurden, ja, aber sie haben nichts mit der Religion zu tun. Und die Regel besagt, dass diese Sachen mubah sind, dass sie erlaubt sind. Und sie sind nicht etwas, was neu in der Religion eingeführt wurde. Na, kommen wir zu dem letzten Teil des Beits, von diesem ersten Vers. Er sagte, la'allaka tuflihu. Und ihr seht, wie ich das hier versucht habe zu übersetzen. Und sei ja kein Neuerer, sodass du vielleicht Erfolg erlangst. Dieses Wort la'allaka, la'alla, hat im Arabischen zwei Bedeutungen. La'alla ist Harfu Tarajjin wa Ishfaq. Zu welchen Achawat gehört das? Wer weiß? Wer weiß das noch? La'alla gehört zu Achawat von... Wo sind die arabisch Spezialisten? La'alla ist von Achawat Inna. Und es hat zwei Bedeutungen. Entweder, wenn man etwas erhofft oder wenn man besorgt ist. Zum Beispiel, jemand sagt, La'allaka maridun. Bist du vielleicht krank? Ist er jetzt, hofft er, dass du krank bist oder ist er besorgt? Er ist besorgt. Oder jemand sagt, la'alla al-ikhtibara sahlun, vielleicht ist die Abschlussprüfung leicht. Ist er jetzt besorgt oder hofft er, dass sie leicht ist? Er hofft, dass sie leicht ist. Er hofft, dass sie leicht ist. Und deswegen hier, la'allaka tuflihu, das ist hier, la'alla huna litaraji. La'alla ist hier für die Hoffnung. Er hofft, dass man den Erfolg erlangt. Und wie erlangt man den Erfolg? Indem man an die drei Sachen, die in diesem Vers erwähnt wurden, festhält. Erstens, Tamassak bi Kitabillah, halte an Allahs Buch und an der Sunna des Propheten fest. Erstens. Zweitens, Wattabi'il Huda, und folge der Rechtleitung. Und drittens, وَلَا تَكُ بِدْعِيًا, meide die Bid'ah, meide die Neuerung. Wenn du diese drei Sachen erfüllt hast, تَمَسَّكْ بِكِتَابِ اللَّهِ التَّمَسُّكْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاتِّبَاعَ الْهُدَى وَتَجَنُّبْ الْبِدْعِ, dann لَعَلَّكَ تُفْلِحُ, dann wirst du vielleicht Erfolg erlangen. Dann wirst du vielleicht Erfolg erlangen oder wird es dir wohl ergehen.
Na, das soweit zu diesem ersten Beit, zu diesem ersten Vers und zu dem heutigen Unterricht. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.